Was ist diese Woche wieder passiert? Sony lässt ein PS5 Pro Leak-Video von YouTube löschen. PS5 Pro soll Ultra-Boost-Modus besitzen. Ubisoft sperrt Mission Jabba's Big Heist hinter einer Paywall. Take-Two schrumpft und kappt Projekte. Sony löscht PS5 Pro Leak-Video. Sony geht auf die Barrikaden. Ein YouTube-Videoclip mit Insider-Infos zur PS5 Pro wurde zackig aus dem Netz gefegt. Moore Law is Dead, der Kanal hinter dem Leak, hat scheinbar ins Schwarze getroffen, denn Sony hat nicht lange gefackelt und den Urheberrechtsmuskel spielen lassen. Das Ganze gibt uns einen kleinen Vorgeschmack darauf, was Sony vielleicht unter der Haube hat, wenn die Details so heikel sind, dass die gleich einen ganzen YouTube-Hinweis kassieren. Aber offiziell? Pustekuchen, kein Wort von Sony zur PS5 Pro. Ganz schön mysteriös, oder? Was meint ihr? Hat Sony da einen Technikknaller in der Hinterhand, den sie noch nicht zünden wollen? Schießt eure Theorie in die Kommentare. PS5 Pro Ultra Boost Modus im Anmarsch. Und wir bleiben gleich bei der PS5 Pro. Diese soll angeblich in den Turbo-Modus. The Verge hat neue Infos aus den Tiefen von Sonys Tech Docs gefischt. Die Devise, alte und neue Games aufpolieren, damit sie auf der PS5 Pro so richtig glänzen. Highlight ist der Ultra Boost Modus, der alten Klassikern Beine machen soll. Entwickler sollen sogar einen PS5 Pro spezifischen Grafikmodus basteln, der alles bisherige in den Schatten stellt. Mit 4K, 60 FPS und Raytracing. Das PS5 Pro Enhanced Label kriegen Games, die mit fester Auflösung auf der Basis PS5 laufen und auf der Pro mit höherer Auflösung und stabilen Bildraten punkten können. Die Regeln sind aber streng. Nicht jedes Spiel, das flüssig läuft, darf das Label tragen. Einige Spiele sollen von der Extra Power der PS5 Pro auch ohne Update profitieren, aber nicht unbedingt. Scheinbar benötigen einige Games entsprechende Pro-Updates. Eine Pro-Version von der PS5 ist heiß umstritten in der Community. Braucht es wirklich schon ein neues PlayStation-Modell, um die beste Performance aus unseren Lieblingsspielen zu kitzeln? Und was sagt ihr dazu, dass Sony mit dem Enhanced-Label jongliert, wie damals bei der PS4 Pro? Fühlt euch frei, eure Gedanken und Meinungen unten zu teilen. Wird die PS5 Pro den Hype erfüllen oder ist es nur eine weitere Kostenspirale im Gaming-Universum? Ubisoft zockt uns mal wieder ab. Ubisoft hat's wieder getan, Leute. Star Wars Outlaw bekommt jetzt schon einen Shitstorm wegen den verschiedenen Editionen, die ihr kaufen sollt, wenn es nach Ubisoft geht. Jetzt kommt aber der Knaller. Eine Story-Mission, die uns auf einen zwielichten Trip mit Jabba the Hutt schicken soll, gibt's nur gegen extra Cash über den Season Pass. Willst du mit Jabba dealen, dann reicht die Standard-Edition des Spiels nicht aus. Dann musst du tiefer in die Tasche greifen und dir die Gold Edition für schlappe 109,99 € schnappen. Die Standardballerei ohne den Schleim Kerl gibt's für 69,99 €. Und zudem gibt es wie immer einen Early Access für 3 Tage, wenn ihr für die teure Edition tiefer in die Tasche greift. Das ist ein echt unschöner Move, denn Ubisoft hält ganz klar Inhalte zurück, die dann in der Standardversion einfach rausgenommen wurden. Und für die überteuerte Gold Edition, also die Vollversion, will Ubisoft uns nochmal extra zur Kasse bitten. Da würde mich eure Meinung natürlich dazu interessieren. Mal wieder Massenentlassungen, diesmal bei Take-Two. Überraschend entlässt Take-Two, der Mutterkonzern von Rockstar Games und 2K Games, stolze 5% seiner Belegschaft. Das sind rund 600 Leute, die ihre Joysticks packen müssen. Aber nicht nur die Mitarbeiter trifft's. Projekte werden genauso abgebrochen und das kostet den Laden bis zu 200 Millionen Dollar. Die genauen Games, die es dabei erwischt hat, bleiben momentan im Dunkeln, aber die Sparrunde soll tatsächlich jährlich über 65 Millionen Dollar in die Kasse spülen. Während sie die Köpfe und Projekte rollen lassen, schrumpfen auch die Büros. Just nach dem Take-Two Gearbox, die Zocker hinter Borderlands für eine fette Summe eingesackt haben, wirkt das wie ein Schritt zurück. Persönlich, wirtschaftlich mag das Sinn machen, aber für die Gaming-Community ist es schon ein harter Schlag. Es bleibt die Frage, sind das smarte Sparmaßnahmen oder verzweifelte Rettungsversuche? So wie es aussieht, ist auch 2024 das Jahr der Massenentlassungen in der Gaming-Branche, denn schon Microsoft, Sony, EA und Embracer entlassen massenweise ihre Leute. Wie seht ihr denn das Ganze? Ist das der richtige Move für Take-Two oder ein Vorbote für rauere Zeiten in der Branche? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.